Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge. Wir haben Singleplayer auf der Hillsview Farm. Ja, wie gestern schon gesagt, wir werden jetzt hier noch die paar Ballen einwickeln und werden dann nach unserem Drescher gucken, der hier auf den letzten Metern unterwegs ist. Auch nochmal glücklicherweise abgebunkert wird. Ne? Da müssen wir nicht großartig rumfahren. Dann müssen wir uns die restlichen Liter noch holen an der Hafer, was wir in... Wir haben ja 40.000 Liter ins Hochsilo geschüttet, also knapp 40.000 Liter. Ob es jetzt genau 40.000 waren, wüsste ich jetzt nicht, eigentlich aufgepasst, wo wir den Trecker umgestellt haben, gestern in der Folge. Beziehungsweise hatten wir schon, doch, wir hatten ja schon Hafer. Ne, wir haben unseren Hafer, ne, wir haben ja unseren Hafer noch nicht geerntet, oder? Wachstum. Nee, unser Hafer ist ja noch nicht geerntet. Wir hatten noch keinen Hafer im Lager. Also müsste das, was ja alles im Lager liegt, an Hafer 34.000, kann das sein? Ja, sah zwar relativ viel aus, aber das könnte das sein, aus den Anhänger voll. Ne? Leider bräuchten wir ein paar Liter Soja oder ein paar Liter Mais, die haben wir natürlich noch nicht. Sodass unsere Hühner mal anfangen würden, Eier zu legen. Ne? Aber das bleibt uns aktuell noch verwehrt. Aber ich würde sagen, wir machen die Ballen erst fertig hier noch, die Tierstück, oder? Können wir den Wickler wieder wegstellen? Was wir auch machen könnten aktuell, wäre die Zeit auf 5, ne? Weil wenn wir die Kuppermission abschließen, ist glaube ich vollkommen egal. Das können wir auch wirklich machen hier. Dass wir ein Stück vorankommen am Tag. Auch nach neuen Missionen hatten wir überhaupt nicht geguckt. Nee, da ist auch nichts Neues drin. Meine, was soll dazukommen, ne? Wir haben ja wirklich fast alles abgearbeitet, was ging. Außer eine Treasure-Mission. Da hätten wir mehr Missionen annehmen müssen können. Hätten wir es natürlich umstellen können, ist richtig, aber mit 5 Missionen zur gleichen Zeit, das ist schon, ja. Ich glaube, es sollte vollkommen ausreichend sein. Ich meine, vielleicht haben wir mal irgendwann 5 Missionen, an denen wir gleichzeitig arbeiten. Das mag schon sein. Wenn wir mehr Fahrzeuge hätten. So, einmal zusammenpacken. So, unser Drescher ist leer. Eigentlich perfekt. Ne? Wir haben hier unten unser Schneidwerkswagen stehen. Also besser geht es eigentlich gar nicht.
Diesel hat auch gereicht, ne? So, ihn werden wir jetzt erstmal zur Werkstatt schicken. Dann müssen wir ihn gar nicht so weit wegstellen, weil wir den definitiv am nächsten Tag brauchen. Na, warum fängt er nicht an? Doch jetzt. So, Hof Werkstatt. So, wir gucken jetzt nochmal hier und zwar brauchen wir 33.000 Liter. Ich würde sagen, bei der Menge reicht es, wenn wir 32 mitnehmen. Die 17 reichen natürlich nicht, das ist klar. Aber 32 sollten meiner Meinung nach reichen. Weil es wäre 1% von dem, was wir abgeben müssten. Nee, Quatsch. 0,3%. Vielleicht würden sogar 31.000 reichen, aber... daran soll es jetzt nicht scheitern. Ganz schön flott unterwegs hier, das schon, ne? So, brauchen wir es drunter fahren, ein Aufladen drücken, dann kriegt man ja auf jeden Fall Hafer. Jetzt haben wir schon 33,2 drin, das ist viel zu viel. Oder? Genau. So, 32,2, das lassen wir. Das reicht auf jeden Fall. Ja. Reichen tut das auf jeden Fall. Der Drescher ist in der Werkstatt angekommen. So, mal gucken, wie viel wir noch zu viel mithaben.
zack, abgeschlossen. 5000, wir haben locker 4000, 5000 Liter zu viel, über 5000, denn für den Hafer kriegen wir ja, für den Hafer kriegen wir 700, wir haben 6000, 7000 Liter zu viel mitgehabt. Naja gut, nicht zu ändern, ist ja trotzdem Geld, was wir kriegen, ne? Und ja, muss ich halt aussteigen, weil der LKW, der ist dann weg. Mission können wir jetzt hier abschließen. Kriegt man nochmal 47.000, ne? Die 64.000 ist ja gerechnet, wenn wir alles verkauft hätten, ne? Mietkosten werden natürlich abgezogen, also 40.000 bleiben im Endeffekt übrig. Da hätten wir 207.000 auf dem Konto. Plus theoretisch Kredit, was wir aufnehmen könnten. Aktuell 195.000, also nochmal fast 200.000 dazu, aber ich meine, wir haben auch noch ein stolzes Sümmchen stehen, ne? So, über 1 Million. Ah, sollte man vielleicht noch mal was anderes überlegen, aber das müsste ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen, so ein bisschen, ne? So, dann können wir ihn hier nehmen. Achso, den müssen wir erstmal entlassen. Also, den Autotreibfahrer rausnehmen. Da werden wir mal schnell noch Gärreste fahren. Mal einen Tankschlauch hier reinstecken, dass er betankt wird. Ich meine, die werden nicht so ewig weit reichen, die Gärreste, aber immerhin wird nochmal was an Dünger produziert. Natürlich einen Anhänger auswählen, dass wir ausladen können hier. Das reicht dann nochmal für 4 Stunden. Mal hier drüben was gucken. Das Fass stellen wir mal einfach hier an die Seite. So, der wird fertig sein mit tanken. Wir können aber mal eins machen. Wir können ihn mal Hof parken. Unterstand hier 01. Das kriegt er mal im Thresher als Quatsch, als Parkplatz zugewiesen, dass er dorthin fahren kann. Ich weiß, wir brauchen ihn dann gleich unten an Feld 3, ne? Ne, 1, so rum. Aber erst am nächsten Ingame-Tag.
Also holen wir uns erstmal unten die. Halt, erstmal nehmen wir den hier drüben mit. Der fällt ja gleich auf dem weißen Feld hier. So passt es jetzt. Es ja immer so verschoben ist, aber das liegt eben daran, dass das Spiel neu gestartet ist. Eine alle kriegt man nicht drauf, oder? Nee, geht nicht. Das oben liegen zu viele dann noch. So, drei Stück können wir oben noch mitnehmen. Wir müssen uns dann echt Gedanken machen, wenn wir die zwei Felder hier ernten. Was wir da fruchttechnisch eventuell drauf machen, dass wir... Ich meine, wir können auch im Frühjahr noch Weizen und Gerste ansehen. Da könnten wir eigentlich echt hier auf die Felder nochmal komplett grünes Material bringen. Also sprich Luzerne und Gras, ne? Da hätten wir richtig nochmal als Zwischenfrucht bis zum Frühjahr. Können wir dann mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, einmal abladen. Zack. Und dann stehen die als was drin. Ähm, 28 Grasballen. Machte als extra Grasballen. Okay. Weiß nicht, ob uns dann die letzten, ob er uns ja dazu zählt. Weil die müssen ja noch vergären, ne? So, das wären nochmal 11 Stück hier. Da haben wir 39 Stück, das sieht gut aus, ne? Das sind 170.000, 180.000 ungefähr.
Die müssen wir noch umkippen, hier, wenn wir schon vorher rausfahren. Ups. Ja, gut, so gut. Keine Kollision. Zack. Und was sind's jetzt? Es sind 39 Grasballen unten. Okay. Schade, dass man hier nicht reinlaufen kann, wenn wir ein bisschen drauf rumlatschen, ne? Aber man kann hier durchs Fenster gucken, ne? Oder? Wir werden aber noch mal was an Grasballen mitnehmen. Wir werden 10 Stück schmeißen wir in oder 20 Stück schmeißen wir in Komposter. Jetzt die Frage, welche wähle ich jetzt hier aus? Rundballen, Gras. Silage ist klar. Luzerne ist auch klar und Rundballen Stroh ist klar und Gras. Ah, da werde ich nicht sehen, ob das gewickelte oder ungewickelte sind, ne? Ich meine, ich weiß, dass die 118 natürlich diejenigen sind, die wir brauchen. Na gut, die anderen müssten ja dann im gewickelten Zustand rauskommen, oder? So, die hauen wir nochmal in den Komposter. Oh, nimmt alle an, das ist gut. Und dann holen wir uns nochmal 10 Stück. Die schmeißen wir nochmal in die Heutrocknung. So, von den 98 dann. So, 10 Stück. So, und dann nehmen wir aber trotzdem... Eigentlich, das machen wir dann mit der losen Silage. Wir holen dann auch noch Silage für den Kuhstall. Das lassen wir hier im Ballenturm, weil wir da ganz einfach mehr transportieren können, ne? Als wenn wir sonst die Silage lose fahren müssten. So, hier Heutrockner. So, und natürlich muss Wasser zum Kühen. Das müssen wir auch zwingend auffüllen vor der Nacht. Oh, ich sehe gerade, unsere Folge ist ja auch schon wieder eigentlich so gut wie rum, oder? Ist eigentlich rum, oder? So, wie weit ist er jetzt hier mit seiner Mission? 93%.
Ja, so ein bisschen tendiere ich dazu, eigentlich schon fast dann die Nacht zu überspringen. Aber gut, das werden wir jetzt in der Folge auf keinen Fall mehr schaffen. Ich werde jetzt hier das Wasser noch abfüllen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir vielleicht sogar in der nächsten Folge dann schon am nächsten Tag unterwegs sind. Weil es spricht eigentlich so nichts dagegen. Er würde die Mission sogar noch fertig machen. Wenn die Gerste und der Weizen ist klar, die reichen nicht. Das wussten wir ja, aber wir wollten ja bloß die zwei Ladungen bearbeiten. Vielleicht sollten wir uns was überlegen. Ich meine, wir kriegen jetzt auf jeden Fall ja... wo ist es? Ach ja, ist auch weit unten. Ne? Wir kriegen auf jeden Fall, glaube ich, Tritikale dazu. Ne? Und ja, Weizen, nur Gerste. Kriegen noch ein bisschen Hafer dazu. Wo haben wir nicht auch schon was in Tritikale? Ja, haben wir auch schon 22.000. Brocken genauso. Dann ist warte Tritikale, oder? Was wir dort haben auf dem Feld. Das hat man im angesehenen Zustand gekauft. Nee, Quatsch, Rocken ist das doch. Rocken kriegt man doch dazu, nicht Tritikale. Wie komme ich da drauf? Tritikale haben wir oben auf Feld 3 als Mission gemacht hier. Im Dreschen. Nochmal ganz andere Überlegungen. Na gut, werden wir aber alles sehen. Können wir uns dann sicherlich in der nächsten Folge angucken. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Morgen 16 Uhr machen wir weiter. Bis dahin und tschüss.